Hallo Oberursel. Wir haben gesehen, es sind schon 6 Menschen online und gucken zu. Das finde ich großartig, weil heute Abend wird Fußball gespielt, das Wetter ist großartig. Und noch toller ist, dass hier wir heute 3 junge Menschen haben. 2 davon haben heute ihre Noten bekommen und sind vollständig nüchtern hier eingetroffen, obwohl sie wirklich gute Noten haben. Eine bekommt ihre Note morgen. Ich begrüße Greta Jochwig. Greta Jochwig, schön, dass du da bist. Ich begrüße Hanna Albert, toll, dass du da bist, beide vom GO. Und ich begrüße Sarah Thiel, der erste Abiturjahrgang an der IGS Stierstadt. Großartig. Ja, wir reden heute über das, wie es war, wie es wird und wie vor allen Dingen eure Party wird und wie es sein könnte. Und wie es sein könnte und genau. Ihr seid jetzt gar nicht bei eurer Abi-Feier. Euer Jahrgang feiert gerade irgendwo. So ganz heimlich und illegal. Aber nicht gut. Ganz illegal, nicht ganz illegal, alles abgesprochen. Ja. Ja. Aber den Ort verraten wir besser nicht. Nee. Nein, nein, nein. Und ihr seid trotzdem hergekommen. Ja. Vermisst ihr nicht doch was? Noch nicht. Noch nicht. Nee, das können wir ja noch nachholen. Seit wann wird da gefeiert? Erst ab 8. Ja, also. Genau. Ach so, okay. Ja. Also das heißt, ihr habt die Zeugnisse bekommen heute? Denn heute Morgen, genau. Also und dann seid ihr erstmal nach Hause und... Ja, dann haben wir uns alle zusammen in den Garten gelegt, also wir Freundinnen, und haben erstmal ein bisschen die Zeit genossen. Ja. Es war ein bisschen schwierig, weil alle nacheinander erst die Noten bekommen haben. Das heißt, es war so ein Kommen und Gehen. Also, ach so, ich habe meine zum Beispiel erst um 15.30 Uhr bekommen, alle manche gleichzeitig schon um 8 Uhr bekommen. Ja. Dann stressig. Immer schön mit Abstand und genau. Mit Maske. Ja. Und wann waren bei dir die Noten schon da? Um 12.45 Uhr. Okay, und dann ging die ganze Zeit über WhatsApp schon die... Ja, das hat dann schon einen großen Druck gemacht. Ja. Ja. Und aber den Stand gehalten. Ja. Du hast vorhin deine Noten schon verraten, verrätst du die auch offiziell noch? Ich finde die geil. Das kann ich machen. Also ich hatte 13, 14 und 15. In den schriftlichen Arbeiten. Welche Fächer hast du da gehabt? Da hatte ich Englisch, Bio und Mathe. Also Mathe kann ich verstehen, aber der Rest. Ja. Schön, was kriegst du morgen für Noten? Weißt du das schon? Ja, ich krieg POVI in Politik und Wirtschaft und Englisch und Mathe. Aber du weißt die Noten noch nicht. Nee, ich kann auch wirklich nicht, ich kann gar nicht einschätzen, wie das geworden ist. Ja. Da sickert auch nichts durch. Mm-mm. Also in der guten Politik sickert ja eigentlich alles durch. Und nee, also wirklich absolut nicht. Das ist ja langweilig. Ich würde gerne nochmal auf euer gut, also, gratulieren. Danke. Auf Dankeschön. Euer Wohl anstoßen. mit dem Sekt, den wir extra für heute Abend mitgebracht haben. Ja, wir haben 2 Flaschen. Ja, wir haben ja hinterher noch leer. Also, Dankeschön, danke. Ja, was hatten wir vor? Eigentlich würden wir gerne so als ältere Leute wissen, wie ist es so heute, Abitur zu machen oder wie? Ja, vor allem würde ich erstmal gerne wissen, wie das letzte Jahr war. Ja, genau. Mit Corona-Zeiten, denn das hat nichts mit Abi früher zu tun, das war einfach anders. Ja, also wir haben natürlich ein bisschen vermisst, dass wir keine Abi-Partys und so, wie man sich das vorgestellt hat in seinem letzten Jahr, dass wir die nicht organisieren konnten und dass wir auch zu keinen gehen konnten. Aber ich meine, wir waren auf jeden Fall trotzdem in der Schule die meiste Zeit des Jahres und das war auf jeden Fall schon mal ganz nett. Und die Abiturienten durften immer in die Schule kommen. Ja. Also das war echt immer oberste Priorität bei uns, dass wir wenigstens den Stoff durchbekommen. Da wurden ja auch ein paar Anpassungen gemacht und es war auch echt hilfreich. Ja, immerhin konnte man sich dann jeden Tag sehen, aber so der Fun ist ein bisschen ausgeblieben. Ja. Bei euch nicht anders gewesen. Ja, kann ich mich total anschließen. Also bei uns, wir waren auch eine Priorität. Also die Lehrkräfte haben sich wirklich total Mühe gegeben, dass wir da wenigstens einen halb normalen Durchlauf haben, was man natürlich also auch, dass man Abstand halten muss und die ganzen Masken, das ist schon anders als früher gewesen. Und natürlich, wir waren mega privilegiert, dass wir in die Schule konnten überhaupt. Es gab ja Jahrgänge, die durften das nicht. Ja, aber es war trotzdem schon ein bisschen unpersönlicher und ja der Spaß, wie gesagt, war nicht so, wie es hätte sein können. In den Kursen wart ihr auch nicht vollzählig da, sondern immer halbiert, oder? Genau, was? Es war meistens in 2 Gruppen, also A und B geteilt. Und dann ist bei uns der Lehrer immer zwischen den Räumen
noch hergelaufen. Also die Kurse waren schon parallel da immer. Okay, aber ein Lehrer, der dann in beiden Häuschen spaßen musste. Das heißt, der hat dann mehr Gruppenarbeit gemacht oder so? Ja, also wir haben Aufgaben gekriegt und dann ist der Lehrer quasi in den anderen Raum gegangen und dann, als er wieder kam, haben wir dann Präsenzunterricht quasi gemacht, also dass irgendwas erklärt wurde oder so. Haben die Lehrer das gut hingekriegt? Unterschiedlich. Und bei euch? Ja, auch. Also wir haben das Glück, wir sind ein mega kleiner Jahrgang und manche Kurse konnten zusammen in einem Raum bleiben, wo wir halt wirklich nur 10, 12 Leute sind, das ging. Aber dann die großen Kurse, die wurden auch unterteilt und unsere Lehrkräfte haben es so gemacht, die hatten in beiden Räumen die Tafeln an und haben da irgendwie versucht, über eine Videokonferenz also beide zu unterrichten. Also das geht über diese Whiteboards. Genau. Das war, also wir haben dann den Lehrer immer gehört, nicht gesehen und wir konnten sehen, was er an der Tafel schreibt. Es war in Ordnung. Manchmal hat es besser geklappt, manchmal weniger gut, aber. Ja, das haben bei uns echt nur 2, 3 Lehrer so gemacht. Ja. Also die meisten haben das echt so gehandhabt, dass die einfach hin und her gelaufen sind, mal 45 Minuten hier und 45 Minuten da, aber manche sind auch 10-Minuten-Takt rumgelaufen und es war dann natürlich unterschiedlich effektiv. Also. Ja, das hat dann schon gerne mal dazu geführt, dass man auch mal eine Stunde einfach nur rumsaß und sich ein bisschen unterhalten hat. 150 Schüler seid ihr in eurem Jahrgang, die jetzt Abitur machen. Und das ist eine Menge. So 45. Ja, so eigentlich ist 45 okay, da kennt man noch jeden. Das ist eine schöne Zahl, also es ist wirklich, kann mich nicht beschweren. Und das heißt, ihr habt mit 150 Schülern durftet ihr immer in der Schule sein. Habt ihr überhaupt auch digitalen Unterricht gemacht irgendwie? Ja. Von zu Hause, Homeoffice? Genau, in der ersten Phase, also im ersten Lockdown rund um Ostern. Da waren wir mal, glaube ich, 3 bis 5 Wochen oder länger, da waren wir irgendwie sowas. 10 Wochen zu Hause. Aber dann sind wir ab Mai letzten Jahres eigentlich wieder in die Schule gegangen. Und dann gab es nur noch mal eine kurze Phase vor Weihnachten dieses Jahr. Und das heißt, der ganze Unterricht hat sich nicht mehr aufs Laptop verlagert, sondern das war dann... Ja, also als wir im Mai wieder Präsenzunterricht hatten, das war dann schon ausgerichtet auf die Pflichtprüfungsfächer, also die beiden Leistungskurse und Mathe, was jeder und Deutsch machen muss. Aber die mündlichen Prüfungsfächer wurden echt vernachlässigt. Das heißt, man hatte dann schon parallel zu dem bisschen Präsenzunterricht auch immer mal wieder Videokonferenzen in Geschichte, Ethik, solchen Sachen. Also was nicht so wichtig ist. Wie man sieht. Ethik, wer braucht es schon? Ich meine, wozu braucht ja? Völlig überflüssig. Naja, bei uns war das so, wir hatten eigentlich, genau wie ihr gesagt habt, auch so am Anfang hatten wir Online-Unterricht. Und dann bei uns gab es 3 Menschen, auch ich. Wir sind am Anfang bis zu den Sommerferien gar nicht in die Schule gegangen, weil wir ja nicht genau wussten und wir hatten alle Risikoleute zu Hause und dann wollten wir einfach das Risiko nicht eingehen und da haben unsere Lehrkräfte auch wirklich so geguckt, dass wir beim Unterricht dabei sein können mit Online und das war schon ein bisschen anstrengend, einmal zu sitzen. Und ich weiß wirklich, man nimmt da nicht halb so viel mit, wie man wirklich da ist. Das ist echt ein Unterschied. Und dann hatten wir 2-mal eine Zeit, da war einmal eine Lehrkraft in Quarantäne, da mussten wir auf Videokonferenz umsteigen. Dann einmal waren Schüler in Quarantäne, da konnten wir auch nicht hin. Also wir haben schon ein bisschen mitbekommen, das geht nicht ganz so gut. Und das ist so, also eure Erfahrung, der Lernerfolg, also man nimmt weniger auf. Auf jeden Fall. Also man ist auf jeden Fall viel einfacher abgelenkt. Wenn man nur vor einem Computer sitzt, dann kann man natürlich schnell mal auch was anderes machen, wenn das jetzt auffällt. Man hat die Chatprogramme noch auf. Fällt ja auch nicht auf, wenn man ein bisschen Insta mal aus dem Bild kommt, weil es halt das WLAN funktioniert nicht. Oftmals mussten wir auch einfach Kamera und Ton ausmachen, weil so instabil die Server waren, dass man das gar nicht, wenn da mehrere Videokonferenzen parallel laufen, hat es gar nicht funktioniert. Und dann noch den Bildschirm freigeben, eine Präsentation darüber laufen lassen, das war echt viel teilweise. Also musste man dann. Ja. Also da ist auch bei euch noch viel Technik-Nachholbedarf an den Schulen. Total, also ja. Ihr habt ja den Vergleich. Also im letzten Jahr habt ihr jetzt faktisch ein etwas anderes didaktisches Konzept kennengelernt. Nämlich ein Lehrer macht mehr Gruppenarbeit, dann erklärt er und so weiter. Habt ihr das Gefühl, und ihr sagt, euer Jahrgang hat bessere Noten als alle vorher, wurde euch gesagt. Also es gibt niemanden, der sehr schlecht war. Also es gibt niemanden, der deine 13, 14, 15 sind, also bis jetzt auf jeden Fall.
Ja, und das meine ich, das ist tatsächlich also völlig ungewöhnlich. Mhm. Meint ihr, das kann daran liegen durch diese veränderte Didaktik? Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass man als Schüler davon profitiert hat. Also es gab natürlich schon Anpassungen an das Abitur. Es wurde ja extra noch ein Vorschlag dazu genommen, den der Lehrer dann aussortieren konnte in der Vorbereitungszeit, sodass man der Lehrer das ein bisschen anpassen konnte, was haben wir schwerpunktmäßig behandelt, was auf jeden Fall schon, fand ich, ein Vorteil war, also was auch echt gut war, aber auch eigentlich zu Recht. Also ich fand es sehr angebracht, dass sie es noch dazu genommen haben. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass, also ich habe von niemandem mitbekommen, dass er einen größeren Nachteil hatte oder dass jemand Unterrichtspassagen gar nicht mitbekommen hat. Also es wurde echt viel drauf geachtet und an sich war die Vorbereitung, fand ich, nicht so lückenhaft, wie es oft man denkt. Also ihr habt es gut gemeistert, die Lehrer haben es gut gemeistert, oder? Total, also ich glaube, das ist total lehrerabhängig wirklich. Ja. Also wie gesagt, bei uns in der Schule hat es echt gut geklappt. Aber ich kann mir auch total vorstellen, wenn man da so eine Lehrkraft hat, die sich gar nicht dafür interessiert, die das vielleicht schon, ich weiß nicht, die ja wirklich nicht so Lust hat auch, dann ist es schon, glaube ich, echt schwierig gewesen, gut vorbereitet ins Abi zu gehen. Aber wie gesagt, bei uns, also... Ja, da gab es auch große Unterschiede bei uns. Also es gab Lehrer, die sehr viel Material dann einfach zur Verfügung gestellt haben und Zusammenfassungen und so, und nochmal Videokonferenzen gemacht haben. Aber es gab auch Lehrer, die keine einzige Videokonferenz gemacht haben und von denen man auch nicht lange nichts gehört jetzt, hat. Jetzt bin ich mal nicht gemein, ich frage nicht nach den Namen. Aber ich wollte gerade noch zur Erläuterung sagen, weil das, glaube ich, nicht viele nicht verstanden haben. Also ihr alle macht in den Fächern praktisch, kriegt ihr dieselbe Aufgabe, ne? Sowohl in der IGS wie im GEO, wie in ganz allen Hessen. Und das heißt, dieses Jahr wurden 4 Themen pro Fach vorgegeben und der Lehrer durfte ein Thema aussortieren. Es kommt immer ein bisschen aufs Fach an, aber im Prinzip überall ein Vorschlag mehr einfach. Und dann konntet ihr aus den 3 Themen euch eins aussuchen. Mhm. Ah, ja, okay. So wie immer eigentlich. Und wir haben gerade schon festgestellt, ihr beiden habt über dasselbe Thema in Englisch geschrieben. Ja. Was war das Thema? Das war so die Frauenrollen und dann auch ein Buchvergleich mit einem Werk, was wir gelesen hatten, das war Othello. Ich fand den Vorschlag ganz... Genau, verglichen mit der Rolle der Frau während Civil Rights Movement in Amerika... Dunkelhäutige Frau. Wie viele Punkte hast du da geschrieben? 13. Wie viele Punkte kriegst du morgen? Sicher. Wenn wir mal einen kleinen Wettbewerb starten. Ja. Aber gut, die Bewertung erfolgt ja durch den jeweiligen Lehrer, ne? Ja, aber das wird immer noch co-korrigiert und es kann dann auch mal passieren, dass es eben ein Co-Korrektor von einer anderen Schule ist, der dann auch den Schüler eben nicht kennt. Ja, und das erfolgt dann auch unabhängig voneinander. Man hat dann auch so eine, ich glaube, als Lehrkraft hat man so einen vorgegebenen Erwartungshorizont, nach dem man eben auch korrigieren sollte. Natürlich hat man da so ein bisschen Spielraum, kann man auch so ein bisschen anpassen, was man wirklich im Unterricht besprochen hat und was nicht. Und dann die Punkteverteilung vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ist man so beschränkt, würde ich sagen. Wer ist beschränkt? Das Notensystem. Ich würde sagen, bei uns ist vielleicht auch noch so, dass die schriftlichen Prüfungen jetzt im Vergleich ganz gut ausgefallen sind, dadurch, dass wir halt wirklich Fokus auf diese schriftlichen Prüfungen hatten. Also wirklich von Anfang an wurde sichergestellt, dass die Leistungskurse immer unterrichtet werden, beziehungsweise die Lehrer haben da ja auch einen ganz anderen Blick drauf, weil die wissen, ich stelle nicht die Prüfung, sondern es ist hessenweit und da muss man ja den Stoff schon durchbekommen. Natürlich nochmal ein anderer Druck, als wenn der Lehrer weiß, ich mache die Prüfung. Also ist jetzt egal, ob wir das kleine Thema noch machen oder nicht. Deswegen, ich habe vielleicht bei den mündlichen Prüfungen ist dann nochmal was anderes, aber ja. Okay, habt ihr eigentlich die Hauptfächer, eure Abiturfächer, sind das wirklich so Wunschfächer? Habt ihr irgendwelche Fächer mit richtiger, also das, ja, war's? Ja, schon. Also für mich war Politik und Wirtschaft immer schon ganz cool. Ja. Ich finde es einfach schön, so einen Überblick zu haben. Ich verstehe auch Nachrichten deutlich besser als früher und so. Das hilft schon enorm, fand ich. Und dann Englisch macht mir auch generell Spaß und ich finde es cool. Ja. Irgendjemand von euch mal so ein halbes Jahr gemacht oder Ausland? Ja, ich war in Wales 7 Monate in einem Internat. Da freut sich hier unsere Technik. Ja, da kommst du gleich nicht so schnell weg. Und ihr beiden? Nee? Ja, ich war ein Schuljahr auf Hawaii. Boah. Wow. Wieso? Ja, was machst du denn auf Hawaii? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Ja, aber surfen kannst du. Ja. Sehr gut.
So, und normalerweise, nein, nicht normalerweise, aber häufig die Studenten nach, nicht die Studenten, die Abiturienten, wenn sie dann fertig sind, entweder floppt gleich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg. Habt ihr da Pläne oder fangt ihr gleich mit dem Studium an? Ja, also ich finde es mega schwierig, jetzt irgendwas zu planen. Oder für mich war es bis vor kurzem noch schwer, irgendwie zu sagen, das möchte ich machen, weil ich wusste ja nicht ganz genau, wie sich die Situation entwickelt, ob ich wirklich reisen kann, ob ich dann total eingeschränkt bin oder ob ich wirklich schon anfangen will zu studieren. Also ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, was ich machen will, aber es ist einfach schwierig zu planen mit der Situation, die wir hatten, glaube ich. Kann ich gut verstehen. Ich kann mich da auch nur anschließen. Also natürlich war mein Traum, wie eigentlich bei jedem mittlerweile, erstmal nach dem Abi reisen, wirklich mal ein bisschen Seele baumeln lassen, irgendwie mal ganz was ganz Exotisches auch bereisen, also irgendwie im Südostasien, Australien, sowas, wo man eben nicht alle Tage hinkommt, auch mal für einen bisschen längeren Zeitraum. Aber das hat sich wirklich sehr schwierig gestaltet, da irgendwie ein bisschen Planungssicherheit zu haben oder zu wissen, was mache ich dann vor Ort und wie entwickelt sich das dann überhaupt mit der Situation. Das ist ja, kann man mittlerweile ja echt nicht mehr absehen. Deswegen wird es für mich dann wahrscheinlich direkt der Studienstart sein. Ja, aber Studienstart, weißt du, wie der aussieht? Nee. Der ist dann auch nur online. Das kann schon sein. Also ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass es in die Richtung geht, dass natürlich nicht dass alles wieder Präsenz stattfinden kann, aber ein Stück weit mal abends irgendwie was machen oder ein paar Leute kennenlernen, dass mehr Leute wieder umziehen und nicht alle von zu Hause aus studieren. Ja. Habt ihr mal mit jemandem geredet, der jetzt studiert hat oder angefangen hat zu studieren? Ja. Ja, also ist schon eher nicht so schön, glaube ich, im Moment, Zimmer zu sitzen. Ich kann dir ein paar Namen sagen. Ja. Nein, ja. Das ist, also ich kann euch nur empfehlen, dann lieber eine schöne Radtour durch den Hunsrück. Ja, ich glaube, das ist auch echt unterschiedlich von Uni zu Uni. Also manche Unis haben ja einen relativ frühen Start, dann noch Ende September, Mitte September. Und da war ja letztes Jahr dann noch die Corona-Situation echt ein bisschen besser. Also man konnte dann da hinziehen, beziehungsweise man hatte auch ein paar Einführungsveranstaltung oder so, wo man ein paar Leute kennengelernt hat, aber wenn es dann, wurde ja noch verschoben auf Anfang November Studienstart, wo es dann wirklich echt keine guten Aussichten waren und da war gar nichts, also alles online und ich kenne welche, die wirklich wenig Leute kennengelernt haben oder echt noch nie die Uni gesehen haben. Und von Studentenleben sowieso keine Ahnung. Nee. Nee, das ist übrigens auch, muss ich euch sagen, unheimlich wichtig, ne? Studentenleben. Nicht auslassen. Sind eigentlich für euch die Noten wichtig gewesen oder die Inhalte? Also für mich waren eigentlich die Noten schon sehr wichtig. Also ich glaube, ich habe mir da auch selber viel Druck gemacht. Du hast auch so ein Studium, was du. Ja, genau. Also ich würde wahrscheinlich gerne Medizin studieren. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass ich dann einen ganz guten Schnitt habe. Und ja, ich glaube, ich war da auch einfach selber so ein bisschen hinterher und wollte das gerne auch für mich so das Beste schaffen, was möglich für mich ist. Ja, aber es waren auch die Inhalte, also bestimmt nicht in jedem Fach, aber in den Fächern, was mich interessiert hat, habe ich das natürlich auch einfach gerne gelernt. Welches Fach hat dich überhaupt nicht interessiert? Also ich muss sagen, so Politik und Wirtschaft, es liegt vielleicht auch irgendwie am Lehrer oder wir hatten zeitweise sehr wenig Unterricht, weil wir viele Lehrerwechsel hatten und dann war unser Lehrer sehr lange nicht da und so. Deshalb haben wir auch sehr wenig mitbekommen, aber das war dann so schwierig, dass ich da. Was sind dann die Unterschiede? Du mehr so das naturwissenschaftliche, genau. Medizinische, du mehr das politische und du? Ja, also Ethik war mein Albtraum. Also es war echt eine Qual für mich, dass ich das nicht abwählen konnte. Aber jetzt willst du ja auch Juristin werden. Die brauchen das nicht. Ja. Die haben ja Gesetze. Ja. Genau, kannst dafür sorgen, dass das. Da geht es nicht um Gerechtigkeit. So, wir hatten vorhin mal überlegt, ihr dürft ja alle nicht wirklich schlecht über eure Schulen reden, weil ihr ja noch mündliche Prüfungen habt. Nur zur Erläuterung für unser Publikum. Aber wir hatten gesagt, ihr sollt mal richtig schlecht über die andere Schule reden. Was wird denn so gesprochen im IGS über das GO? Ja, man sagt häufig, das sind so ein bisschen eine eingebildete Schule. Ja, ja. Das ist so das, was man häufig hört. Ja, kann ich schon verstehen. Ich muss sagen, von uns aus wird wirklich sehr wenig. Ich habe auch recht. Also ich könnte auch wirklich gar nichts jetzt so sagen, was bei uns über die IGS gesagt wird oder was für Vorstellungen
bestehen. IGS, wer ist? Wer ist IGS? Das war das mit der Arroganz, ne? Ja, also klar, es gibt ja schon ein paar übergreifende Freundesgruppen und da ist man mal mit der einen oder anderen Person auch in Kontakt. Wir hatten ja auch in der 9. oder 8. Klasse so einen Tanzkurs, da ist man dann auch mal ein bisschen in Kontakt gekommen mit den anderen Schulen. Aber sonst, jetzt vor allem dadurch, dass es keine öffentlichen Partys gab, in Gambi oder in Bad Homburg, irgendwie sowas, da kommt man echt wenig in Kontakt mit den anderen. Ich glaube auch jetzt dadurch, dass es der erste Abi-Jahrgang ist, ist das natürlich unsere Schule auch noch gar nicht gewöhnt, dass es da auch noch einen anderen Abi-Jahrgang gibt und den konnten wir jetzt halt auch nicht kennenlernen, von daher. Okay. Das stimmt, früher sind die von der EGS halt ans GO gekommen. Ich habe da viele Freunde, die haben... Ja, aber das haben wir auch eigentlich noch. Dann am GO gemacht. Ihr habt auch noch EGSler bekommen wahrscheinlich, aber das wird jetzt weniger. Und dann wird die EKS wird ja auch noch ihren Abi-Jahrgang bekommen. Und niemand möchte mehr Automechaniker werden, oder? Wer weiß. Ich meine, Feldberg-Schule gibt es immer noch. Ja, vielleicht braucht man auch irgendwann Abitur, um Automechaniker zu werden. Wahrscheinlich, ja. Habt ihr das mitbekommen, so in eurem Freundeskreis dann? Was machen die? Haben die alle Vorstellungen, wie es weitergeht? Also oder ist es das große, unwissende Dasein im Moment? Ja, ich glaube, viele haben jetzt noch keine super konkrete Vorstellung und nehmen sich jetzt wahrscheinlich auch erstmal das halbe Jahr vielleicht noch Zeit, um Praktika zu machen und so. Aber viele fangen jetzt auch doch schon an, weil eben die Reisemöglichkeiten wegfallen und probieren dann einfach mal direkt was aus. Ich habe auch das Gefühl, bei uns in der Freundesgruppe ist es so, entweder die Leute wussten schon echt früh, was sie unbedingt machen wollten. Also wir haben jetzt viele in unserer Freundesgruppe, die Medizin machen wollen und deswegen auch den entsprechenden Schnitt haben wollten und darauf hingearbeitet haben. Also kriegen wir jetzt eine Ärztestimme. Vielleicht. Und sonst sind auch viele echt, die es nicht genau wissen, weil man, es gibt keine Veranstaltung irgendwie, wo man sich mal einlesen kann oder wo man mal ein bisschen schnuppern kann, was rausfinden kann. Und sonst war wahrscheinlich auch einfach der Kopf dafür jetzt nicht so da. Ja. Hat euch die Pandemie eigentlich sehr niedergedrückt? Hat die euch sehr besorgt persönlich? Also mich hat sie schon besorgt. Ja, ich habe mir schon viele Sorgen gemacht, dass sich meine Familie auch gerade nicht anstecken. Ich wollte mich natürlich auch nicht anstecken. Und diese ganzen sozialen Kontakte, die auf einmal weggefallen sind, so ohne wirkliche Vorwarnung, das war schon am Anfang echt total schade, dass man sich einfach nicht mehr treffen konnte wie früher. Und es sind auch einige Freundschaften einfach so ein bisschen so ausgeklungen, hat man nicht mehr so viel miteinander geredet, weil ja, man hat gar keine Zeit mehr zusammen verbracht und das war schon eine schwierige Zeit für mich. Aber ich muss sagen, irgendwann hat man sich vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt und versucht, so damit ein bisschen klarzukommen. Und ich sehe ja, dass es Leute gibt, die damit echt viel mehr zu kämpfen haben, gerade SchülerInnen in der 7. oder 8. Klasse oder so, die haben es ja total schwierig gehabt jetzt. Und mittlerweile geht's. Ja, ich würde sagen, es war auch sehr jahreszeitabhängig bei mir. Also ich habe gemerkt, im ersten Lockdown bin ich ganz gut damit klargekommen, weil da hieß es so ein bisschen, man hat jetzt mal einmal in seinem Leben 5 Wochen frei und das kann man irgendwie mal genießen. Und dann war aber auch irgendwann ist dann der Sommer wieder gekommen, dann wurde das Ganze ein bisschen freier, da konnte man halt immer rausgehen, da war noch gutes Wetter. Aber ich habe im Winter sehr gemerkt, dass es auch stark auf die eigene Stimmung drückt und wie man dann auch zu seiner Familie und so ist, weil man halt auch dann schon sehr lange eben unter diesen Umständen war und dann war es auch noch kalt und dunkel draußen und es war dann nicht mehr so schön. Ja, und den kann ich mich auch eigentlich nur anschließen. Also ich fand es auch, ich habe echt immer sehr viel mit meinen Freunden unternommen und alles und ich fand, das hat man schon gemerkt, dass einem das teilweise gefehlt hat, aber man hat auch gleichzeitig viel mehr das geschätzt, dann irgendwann mal wieder mit den Freundinnen was draußen zu machen, irgendwie mal abends wegzugehen oder so. Also es hat schon seine Vor- und Nachteile. Habt ihr dann häufiger zum Telefon gegriffen? Früher wäre das schlimm gewesen, das wäre auf die Gebühren. Heute hat man seinen Flat. Ja, wir hatten das auch vor den Osterferien eine Phase, wo unser Jahrgang in Quarantäne musste. Und da haben wir auch alle, waren wir im Lernen und so und dann haben wir alle eigentlich sehr viel gefacetimed und waren auf Hauspartys in der App, wo man quasi zu mehreren facetimen kann, den ganzen Tag unterwegs und haben eigentlich immer zusammen gelernt und so. Also ja, das haben wir dann schon genutzt. Ja, das war auch echt, da fand ich es echt schwierig, weil es eine Phase war,
da wurde, es war ganz abrupt, war unser letzter Schultag, ist dann in die Quarantäne gefallen. Das heißt, an einem Donnerstag ist die Schulleitung dann durch die Klassen gegangen, hat gesagt, ihr müsst jetzt nach Hause gehen, Corona-Fälle in eurem Jahrgang. Das war ein bisschen wie in so einem Film. Also die Lehrer konnten es auch gar nicht begreifen. Dann mussten wir da so Sachen direkt zusammenpacken, alle nach Hause fahren und dann in Quarantäne. Das war schon verrückt. Also das hat den ganzen Jahrgang dann betroffen? Weil dann drei Fälle in unserem Jahr unabhängig von, also okay, teilweise unabhängig voneinander waren. Und das fand ich schon echt schwierig dann. Also irgendwie hat man schon gemerkt, oh, wir haben es so weit geschafft. Unser Jahrgang war bis dahin noch gar nicht in Quarantäne oder betroffen. Hatten wir echt Glück. Und dann, dass es genau die letzte Schulwoche erwischt hat, wo man nochmal irgendwie den Lehrern, sich von den Lehrern verabschieden wollte oder einfach nochmal mit den Schülern, mit den Mitschülern in der Pause sein. Dann hat alles weggefallen. Das war ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Das haben wir sogar mitbekommen. Ja. Das saßen wir im Biounterricht. Da hat unsere Lehrerin uns das auch erzählt und wirklich uns tat es schon extrem leid. Ja. Das muss doof gewesen sein. Ach, das war jetzt vor Ostern, der letzte Schulwoche. Genau. Ja, unsere letzte Schulwoche ist dann weggefallen und da hatten wir natürlich auch eine Mottowoche geplant und so. Das war dann schade. Ja. Das und heißt, das war wirklich das erste Mal, dass bei euch im Jahrgang Corona aufgetaucht ist. Ja, also so, dass es uns getroffen hat. In den Weihnachtsferien irgendwie sowas gab es mal einen Fall oder ein Geschwisterkind. Aber es war nie so, dass jemand in unserem Jahrgang Corona hatte, Corona positiv war und wir in Quarantäne mussten. Und es war auch kein Lehrer jemals, der uns betroffen hat. Also das hatten wir echt Glück bis dahin. Ist das bei euch auch so flop vorbeigegangen? Naja, also wir waren zweimal, also einmal unsere Lehrkraft war in Quarantäne. Und dann einmal ein Schüler war in Quarantäne, dann mussten wir aber alle, weil wir halt nur 45 sind und weil wir auch dieses Kurssystem haben und jeder ist irgendwie mit jedem. Und dann haben die das auch entschieden und in dem Zeitraum sind entweder ein oder zwei Klausuren gefallen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es eine Mathe-Klausur, die wir dann nicht schreiben konnten und die mussten wir alles ein bisschen nachschreiben. Das ist ein bisschen eng geworden, weil man am Ende irgendwie alle Klausuren vor den Osterferien halt schreiben musste. Es war ein bisschen doof, aber wir sind auch eigentlich in Ordnung durchgekommen. Ist denn euer Gefühl, dass es okay ist? Also habt ihr, also jetzt ganz subjektiv, ich will jetzt keine Bewerbung für den Bundeskanzler, sondern ist euer Gefühl, das haben die schon irgendwie ordentlich gemacht, die Verantwortlichen und Erwachsenen, oder sagt ihr? Also ich fand eigentlich im Hinblick auf uns, hatten wir echt Glück, wie es geregelt wurde, und waren wir auch echt privilegiert. Und ich fand schon, hat man gemerkt, dass sie sich auch viel für uns eingesetzt haben. Aber ich finde, man merkt natürlich schon, dass da viele viel zu kurz kommen und dass ich mich da jetzt auch nicht so hineinversetzen kann, wie das für die sein muss, auf jeden Fall. Also du hast den Kopf geschüttelt. Ja, ich finde ganz klar, es ist eine super schwierige Situation und noch niemand hatte das davor und das kannten alle PolitikerInnen natürlich nicht. Aber ich finde trotzdem, man hätte einige Sachen deutlich besser machen können. Also wir hatten total viel, gerade bei uns in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten total viel Unsicherheit drin, weil am Anfang die Hoffnung geschürt wurde, dass das erste Halbjahr unter Corona-Bedingungen, das war die Q2, also Qualifikationsphase 2, dass die nicht ins Abitur mit reingenommen wird. Dann wurde die Idee aber nach den Sommerferien irgendwie wieder verworfen. Dann haben manche trotzdem noch dran geglaubt, vielleicht wird irgendwas rausgestrichen, aber es kam dann nichts. Und ich weiß, dass beim Fachabitur in einem bestimmten Bereich auch was teilweise rausgestrichen wurde offiziell. Das kam bei uns dann nicht und da hat man sich immer so Hoffnung gemacht, dann wieder nicht und man hätte schon einige Sachen besser regeln können. Und ich finde auch gerade das Ansteckungsrisiko in den Schulen, das war ja schon relativ hoch, auch wenn das nicht immer so klar gesagt wurde, aber es ist ja schon relativ eng dann schon zusammen. Wir sind relativ eng zusammen und es ist einfach schwierig, immer den Abstand einzuhalten. Und natürlich, wenn man was essen möchte, dann muss man halt die Maske kurz abnehmen. Und ich finde, da hätten vielleicht früher einfach Testmöglichkeiten hergemusst oder, also ich sage es jetzt nicht nur, weil ich Schülerin bin, aber ich fände es eigentlich auch richtig, wenn SchülerInnen auch ein Impfangebot bekommen hätten, weil ich meine, wir sind in der Schule und das ist ein totaler Herd für Infektionen. Und gerade auch die Jüngeren, die jetzt wieder in die Schule kommen, es wäre total schlau, die einfach durchzuimpfen, weil die haben ja in gewisser Weise eine Schulpflicht, wir müssen dahin. Und es wäre einfach schön gewesen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten. Also ich weiß, dass es schwierig ist, aber es wäre. Wisst ihr eigentlich von vielen Fällen an euren Schulen? Ja, also wir wurden echt gut verschont, also mal in der 5., 6. Klasse vereinzelt, aber wirklich, es wurde immer mitgeteilt über Schulleitungsinformationen, aber es war wirklich vielleicht 6, 7 Leute, wenn überhaupt. Also ich habe es echt selten mitbekommen, dass mal eine Klasse in der Mittelstufe, also in der Mittel- und Unterstufe ist ja nochmal ein bisschen einfacher, weil
dann wirklich die Klasse einfach aus der Schule genommen wird. Und ab der Oberstufe ist ja das Kurssystem. Und dann vermischt sich ja wirklich alles durcheinander und alle sind auf dem Pausenhof miteinander und so. Das ist natürlich noch was anderes. Ich weiß, im Jahrgang unter uns, also wir haben ja die E-Phase direkt hinter uns und keine Q-Phase, also Q1, Q2, wegen G8, G9. Und da war ein Fall, aber bei uns war jetzt dann 2, 3 Fälle. Aber sie waren, als wir nicht mehr in der Schule waren, und dann hat es uns eben nicht mehr so betroffen. Ja. Und bei euch? Ja, ich habe schon, ich kann es jetzt nicht so genau einordnen, ich habe auch nicht mitgezählt, aber ich habe schon mitbekommen, dass einige Klassen immer wieder in Quarantäne mussten und wir hatten schon einige Fälle. Und ich meine, es ist noch relativ gut ausgegangen, aber in anderen Kreisen, da sah das vielleicht auch anders aus. Das ist, ja. Ja, schauen wir mal. Vielleicht. So, und jetzt wolltet ihr feiern. Genau. Ja. Ich meine, du hast irgendwann mal angerufen. Ob ihr bei uns auf die Bühne könnt. Genau, ja, wir hatten eigentlich vor, den Rushmore Park oder eben die Rushmore Park-Wiese irgendwie zu mieten und da eine Veranstaltung drauf zu machen, weil eben für uns schon sehr lange eigentlich klar war, dass wir nicht wie gewohnt in der Stadthalle feiern können. Und letztes Jahr hat ja so ein Autokino stattgefunden und unser Traum ist halt so ein bisschen, dass wir das ein bisschen freier gestalten können und ein bisschen schöner. Und deshalb wollten wir eben eine Open-Air-Veranstaltung einfach als Abiball machen. Und da hat es jetzt aber nicht so gut mit der Rushmore Park-Wiese geklappt, weil wir uns auch eben diese Flexibilität beibehalten wollen, dass wir auch noch auf ein Autokino umwechseln können, wenn das irgendwie durch das Wetter oder durch die Maßnahmen oder so nötig ist. Und deshalb planen wir jetzt auf der Rolls-Royce-Wiese wieder unseren Abiball zu machen. Also entweder mit Autokino oder halt... Oder an Tischen und... Und dann... Bisschen abgezäunt oder? Ja, also das war dann so geplant, dass ungefähr 2 Haushalte jeweils an einem Tisch und diese Tische haben dann eben immer 1,5 Meter Abstand und das Gelände ist dann reserviert für uns. Aber wird kein Zaun extra auseinander gebaut? Nee, also wir werden ja auch immer aus dem Jahrgang darunter ein paar HelferInnen benötigt, beziehungsweise die freuen sich, glaube ich, auch im Abiball dabei zu sein. Und die helfen uns dann auch in jeglichen Hinsichten, also mit Technik, Einweisen, Ticketkontrolle und eben auch dann zu gucken, dass nicht irgendwie Leute aus verschiedenen Ecken aufs Veranstaltungsgelände kommen. Und ja. Und dann kann aber pro Abiturient eine Familie oder können auch... Ja, wir hoffen, also 3 Begleitpersonen. Ja. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf die... Wie es weitergeht, ja. Aber wir haben ja an sich schon relativ viele Möglichkeiten beziehungsweise viel mehr Freiheiten als im vergangenen Jahr. Also es gibt ja viele Testmöglichkeiten beziehungsweise echt viele sind auch mittlerweile voll geimpft beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, die ganzen Lehrkräfte, viele Eltern. Also es gibt schon mehr Möglichkeiten. Wann wollt ihr das machen? Am 10. Juli. Juli? Ja. Also nach heute hieß es ja, dass die Bundesregelung vermutlich am 30. ausläuft. Genau. Und dann gelten ja die Landesregelungen. Ja, die Bundesregelung ist bei uns ohnehin schon ausgelaufen. Naja, im Notfall wird die wieder greifen. Wenn es wieder hochgehen sollte, aber die Wahrscheinlichkeit ist, also dass es so extrem hochgeht, ist auch vielleicht könnte ich sogar doch noch ein bisschen liberaler planen. Ja, wir hoffen es. Wir sind halt sehr viele, also wir rechnen so mit 700, 800 Personen. Und es, im Moment sind die Regelungen eben, dass 200 Ungeimpfte dann zusammenkommen können bei so einer Veranstaltung. Plus Geimpfte oder Genesene. Es sind jetzt keine 600. Bis jetzt sind noch keine 600 geimpft oder genesen. Aber wir versuchen es dann eben mit einem entsprechenden Hygienekonzept und mit Testen und Masken und Kontaktaufnahme. Ja, Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Du musst so ein Modellprojekt machen mit irgendeiner Uni. Genau wie dieses Konzert in Paris oder so. Alles ja, wir haben jetzt gerade ein Hygienekonzept auch verfasst und es wird gerade noch ein bisschen kontrolliert, überarbeitet und dann schicken wir das mal dem Gesundheitsamt und gucken, was die sagen. Also darum sind gedrückt, dass das genehmigt wird. Herr Roth, mit dem kann man sehr gut arbeiten. Sie werden gebraucht. Ja. Ja. Und dann wird es aber auch Reden geben, also der klassische Ablauf habt ihr geplant. Ja, aber das getrennt. Männerballett gibt es nicht, oder? Doch, das ist natürlich auch eigentlich. Das werden wir nicht entgehen lassen. Also wir versuchen eigentlich das Programm genauso wie in der Stadthalle ablaufen zu lassen und halt dabei darauf zu achten, dass das eben mit dem Hygienekonzept vereinbar ist. Also natürlich wird es eine andere Art und Weise von Catering, Essen und sowas geben. Aber an sich wollen wir uns schon daran orientieren,
Wir wollen nicht wie letztes Jahr, da wurde ja die akademische Abiturverleihung, also die Zeugnisverleihung mit dem Abiball zusammengelegt. Das war dann so eine 3-Stunden-Veranstaltung, wo der Abiball relativ kurz kam an sich. Also es war dann schon Fokus auf der Zeugnisvergabe. Und wir haben uns jetzt mit der Schulleitung besprochen, dass wir 2 Veranstaltungen daraus machen, also echt eine kurze, knappe Zeugnisvergabe in den Tutorkursen mit den Eltern. Das ist wirklich nur auch hier auf Zeugnis. Der Wiese, nee, nee, wahrscheinlich auf dem Schulgelände, auf dem Schulhof. Und dann machen wir eben unseren Abiball, wo dann auch schon Programmpunkte von der akademischen Feier übernommen werden. Also sowas wie eine Schülerrede oder eine Elternrede, die normalerweise bei der akademischen gehalten werden, werden dann da auch vorgetragen. Ja. Wie sieht das bei euch aus? Ja, also bei uns ist natürlich viel einfacher als bei euch, denke ich, weil wir sind einfach nur wenige. Ihr seid 45, aber auch 45 bringen nochmal dann ein paar Familienmitglieder mit. Klar, es wird trotzdem ein bisschen schwierig wahrscheinlich mit der Planung, aber es sieht momentan ganz gut aus, also dass wir das eigentlich ganz gut machen können. Wo? Wir machen es bei uns oben auf dem Sportplatz im Stierstadt, da direkt über der Schule. Da, wo ich früher noch Tore geschossen habe. Ja. Genau, also wir hoffen, dass es klappt, auch weil wir einfach draußen sind und versuchen da auch ein bisschen schon zu planen. Und bei, also wir haben das so gemacht, wir haben beides zusammengelegt, weil wir, also bei uns dauert die Zeugnisvergabe wahrscheinlich nicht ganz so lange und dann haben wir akademische Feier und Abiball so ein bisschen gekoppelt und ja, hoffen, dass es klappt. Und wie läuft der Abiball dann? Was habt ihr für Programm da? Ja, wir sind noch am Programm dran, aber wir haben tatsächlich auch wahrscheinlich Männerballett. Das ist beliebt. Ja, also nicht nur beim Karneval. Jungs müssen sich blamieren. Einfach das. Ja, und dann natürlich werden ein paar Reden gehalten und ja. Musik? Ja, Musik. Aus dem eigenen Bestand oder? Wahrscheinlich, ja. Also wir planen, dass wir haben eine ganz tolle Sängerin bei uns in der Schule, dass die ein bisschen singt und wenn ein bisschen Klavier dazu. Und bei euch? Ja, bei uns planen wir eigentlich auch, oder wir hoffen, dass wir irgendwie vielleicht die Big Band oder das Kammerorchester irgendwie engagieren können und dass es dann so ein paar Musikrunden gibt, auch vielleicht zum Essen und so. Konnten also, aber sonst eigentlich die letzten Monate das proben? Ist eben das Schwierige, dass es eigentlich nicht gut ging. Also das Kammerorchester weiß ich jetzt nicht, da war das vielleicht noch einfacher, nee, aber bei den Blasinstrumenten geht es natürlich auch nicht. Auch eigentlich nur unter freiem Himmel. Aber es hatten sich auf jeden Fall schon auch einige SchülerInnen aus unserem Jahrgang bereit erklärt, auch was vorzuführen, Poetry Slam, ein bisschen was zu singen oder so. Also es ist ja auch echt cool, wenn das Leute aus dem Jahrgang übernehmen. Auch nochmal nett und ja, mal sehen. Also das sind noch relativ flexibel eigentlich. Also zu der Zeit, als meine Kinder noch aufs Abitur zu lernten, haben die, glaube ich, 2 Jahre vorher angefangen, auf dem Brunnenfest Geld zu verdienen und sonst wo, um das alles zu finanzieren. Wie macht ihr das denn jetzt? Ja, das ist schwierig bei uns, würde ich sagen. Also es sind, ist ja auf jeden Fall Brunnenfest, Weihnachtsmarkt und so ist weggefallen, die ganzen Abi-Partys. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viele großzügige Spenden von den Eltern bekommen, die uns auch auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen haben. Und dann haben wir halt versucht, andere Aktionen zu machen. Also wir hatten dann ein Spendenkonzert, was wir eben auch live über YouTube dann ausgestrahlt haben und vorher aufgenommen haben, wo dann sich auch eben die SchülerInnen an unserer Schule einfach alle engagiert haben und jeder hat was vorgemacht, individuell. Und dann hatten wir auch noch so ein Merch von unserer Schule geplant. Also wir haben dann Pullis designt und haben die dann eben verkauft. Und ja, also wir haben dann doch durch ein paar spontane Ideen versucht, das Geld irgendwie zusammenzukriegen. Es ist aber natürlich war sehr erschwert und wir hoffen, dass das jetzt trotzdem so reicht und klappt. Also ihr könntet durchaus noch Geld gebrauchen. Ja. Also wenn jetzt die großen Sponsoren zuhören, dann dürfen die sich bei euch melden. Ja, dann wäre das sehr hilfreich. Wie viel kostet denn sowas wie jetzt inzwischen? Mindestens 20.000. Also es ist natürlich schon echt viel. Klar, Haupteinnahmequelle sind schon die Tickets, der Ticketverkauf. Aber man musste schon kreativ werden, was man sich da irgendwie überlegt. Also wir hatten uns dann auch so einen Münzmittwoch überlegt. Da haben wir dann aufgerufen, dass jeder seine Kupfermünzen spendet. Sowas sammelt ja jeder in seinem Portemonnaie. Da ist auch echt viel bei rumgekommen. Also die Leute haben da teilweise auch einen 10-Euro-Schein aus Kupfer. Ja, aber es war echt cool. Also wir sind echt, glaube ich, ganz kreativ geworden und haben uns da mal ein paar andere Sachen überlegt. Aber natürlich
wäre es auch cool gewesen, mal eine Abi-Party zu veranstalten oder so. Aber da hatten wir auch echt viel Unterstützung von dem Förderforum und von der Schulleitung. Also die haben uns da auch echt weitergeholfen und Tipps gegeben und ja, Materialien und so zur Verfügung gestellt, Kontakte. Also das war auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Wie ist es bei euch? Ja, bei uns ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Wir haben tatsächlich beim letzten Weihnachtsmarkt vor Corona, konnten wir noch ein bisschen verkaufen. Das war jetzt aber auch nicht so der Erlös, der uns da wirklich weitergeholfen hat. Und dann haben wir haben ein Kochbuch designt und jeder hat so ein paar Rezepte reingemacht. Und dann haben wir auch die Eltern der Schule gefragt natürlich, wer was spenden will. Und dann gab es das Kochbuch als Dankeschön dazu. Und es haben wirklich total viele gemacht und es hat uns echt weitergeholfen. Das war super. Echt eine coole Idee. Ja, aber hier, euer Konzert ist ja auch cool. Also. Hast du es angeguckt? Nee. Die Idee ist auch so. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber die Idee ist super. Ja. Nee, aber ich fand auch, das war echt gut umgesetzt. Also. Ja, also man ist kreativ geworden auf jeden Fall. Was kostet das bei euch? Wir haben noch nicht ganz die Kalkulation da, aber auf jeden Fall weniger als bei euch. So. Wir, also 8.000 wenn es hoch, also 8.000. Also Drittel von dem, ihr seid ein Drittel der Schüler, ja, dann ist ein Drittel der Kosten. Aber es ist ja auch echt krass, so das zu planen, ohne irgendwie sich orientieren zu können in den alten Jahrgängen. Also wir orientieren uns relativ viel schon an Informationen, die wir einfach aus dem Jahrgang über uns haben. Also was schiefgelaufen ist, irgendwelche Kontakte, also allein diese Technik-Sachen, da orientieren wir uns wirklich viel an dem Jahrgang über uns. Das alles allein zu stemmen, ist schon was schwierig. Anderes. Ja, wir haben natürlich eine ganz engagierte Gruppe, die das so ein bisschen gemacht hat und wir haben auch aus der Schulleitung sehr viel Hilfe bekommen. Wir haben uns öfter zusammengesetzt und geguckt, was geht. Und natürlich, wir müssen halt erstmal alles planen. Das ist das Doofe. Ja. Wie viel seid ihr denn? 17 Euro? Das ist was Besonderes. Also. Mit wie viel organisiert das in der Gruppe, die das? Ich würde sagen, so ungefähr 10 ziemlich engagierte sind dabei. Ja, ein gutes Viertel, knapp ist es. Das ist gut. Und die arbeiten auch richtig gut zusammen. Ja, es gibt Unstimmigkeiten schon, aber wir kommen schon klar. Also es funktioniert schon. Unstimmigkeiten oder unterschiedliche Meinungen? Also. Ja, okay. Nein, so schlimm. Nein. Es ist voll okay. So hier und da andere Meinungen, aber das. Ja, das ist ja wohl normal. Also das gibt es bei euch wohl auch, oder? Also wir haben sind, würde ich sagen, so vier Haupt, also wir sind so zu viert, die das große Ganze planen. Aber 4 zu 150. Das ist einfach anderes als die Viertel. Das ist einfach ein bisschen hierarchischer organisiert. Wir wollten einfach mit jemand anderem arbeiten. Genau, aber es gibt auf jeden Fall noch eine Gruppe, die dann quasi für den Abiball zuständig ist, wo wir dann auch Aufgaben aufteilen können, wenn es dann um die Deko geht oder die Versorgung und so. Und da versuchen wir gerade auch ein bisschen Aufgaben abzutreten. Das wird schon echt besser. Kann schon Arbeit sein. Wir müssen mal mit jemandem reden, der so Vereinsvorstand ist, wie das funktioniert. Ja. Lieber nicht. Nur Arbeit. Aber ihr seid dann herzlich eingeladen. Ja. In der Aschler-Sommer. Ganz viel Bühne, ganz viel los. Und ihr seid für nichts verantwortlich. Und ja, ich wollte gerade sagen, und ich könnte euch vielleicht anbieten, mal so einen Abend die Bewirtung zum Beispiel zu übernehmen. Dann könnt ihr dann nachträglich noch die Verlust geben. Genau, wenn dann noch was gebraucht wird. Ja, so, dann haben wir also die Abi-Feier irgendwann geschafft. Wann macht ihr das? Wir machen es am 3. Juli. Ja. So kurz vor den Ferien alles, ja. Genau. Gut so. So, dann habt ihr das gemacht. Und jetzt kommt natürlich die typische Frage aller, die ihr Abitur schon gemacht haben. Ja, und dann? Ja, also bei mir sah es bis vor kurzem auch noch nach Medizin aus. Also ich wollte es total gerne machen. Aber ich glaube, ich komme einfach nicht so ganz damit klar, so Blut zu sehen. Und wenn jemand das Wort Venen oder Adern sagt, dann... Deswegen ist wahrscheinlich die beste Wahl für mich. Du kannst es doch selbst aussprechen, das ist doch schon mal. Ja, selbst, aber wenn ich das dann sehe und ich kann mir das schlecht vorstellen bei mir, muss ich ehrlich sagen, aber es war lange ein Traum. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Trip, ich finde Meeresbiologie super interessant, ich finde Psychologie auch cool, aber ich weiß natürlich noch nicht, ob ich direkt anfangen will zu studieren, weil es ja mit der Planung ein bisschen schwierig war und allem.
ich denke, es wird schon darauf hinauslaufen, weil jetzt noch zu reisen, stelle ich mir ein bisschen eingeschränkt vor. Ach so, ich weiß nicht. Ja, ich habe dir vorhin zwei Tipps gegeben. Also es geht. Es wird immer mehr geöffnet und ich glaube schon, dass es geht. Es ist einfach nur, ich bin auch nicht ganz sicher in der Planung und ich gucke einfach mal. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also wenn du Kontakte nach Australien brauchst, sagst du Bescheid. Ja, also ich wollte jetzt auch noch nicht direkt anfangen, weil ich eben auch noch 17 bin und ich irgendwie gerne nicht die Jüngste sein würde, weil ich das jetzt schon sehr lange gewohnt bin und auch, weil ich eben in der Corona-Situation gerne einfach das noch abwarten würde und jetzt vielleicht auch nochmal mich ein bisschen umschauen würde in den nächsten Monaten, was genau mir so Spaß macht. Und ich muss sagen, bei mir geht es auch bei dem Medizinischen eher ein bisschen um das Naturwissenschaftlichere. Also ich muss dann mal gucken, was ich genau danach mache. Aber das finde ich auch ganz angenehm, dass ich dann noch alle Optionen irgendwie offen habe und noch in sehr viele verschiedene Richtungen gehen kann. Ja. Also hast keine Vorstellung, dass jetzt Chirurgin, Frauenärztin erstmal Medizin studieren und dann Virologin. Oder Epidemiologin. Im Moment du kannst doch gut Mathe, Epidemiologin. Du machst bessere Modelle. Naja, so schlecht waren die jetzt auch nicht. Nee. Ja, ich werde wahrscheinlich auch anfangen zu studieren. Moment. Jetzt schon im Wintersemester. Ja. Hast du nicht wirklich Angst davor, dass da also, alles online passiert und kein Studentenleben, nichts? Ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Also am Anfang war es für mich auch echt super abwegig, direkt anzufangen zu studieren, auch eben, weil ich auch jetzt noch 17 bin, beziehungsweise dann gerade erst 18 und ich auch das echt früh fand und ich eigentlich in der Schulzeit kein Auslandsjahr gemacht habe, weil ich mir überlegt habe, dann mache ich es lieber nach dem Abi, dann bin ich auch flexibler, dann kann ich wirklich nochmal hin, wo ich möchte, bin ich an irgendjemanden gebunden. Aber ich glaube, dass ich einfach jetzt nicht das dann schaffen würde zu machen, was ich dann wirklich mir erträumt hätte. Dann würde ich einfach gerne anfangen zu studieren. Während des Studiums hat man ja mittlerweile auch super viele Auslandsangebote, ein Auslandssemester, sowas zu machen, was ich auch eine echt coole Option finde. Da gibt es ja auch echt viele Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, natürlich ist meine Einschätzung jetzt nicht perfekt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es genauso weitergeht wie die letzten 3 Semester mittlerweile ja. Sondern dass da schon ein bisschen Freiheiten. Natürlich wird es nicht, dass man mit 800 Leuten in einer Vorlesung sitzt. Das wird nicht sein, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr in die Richtung von einem Studentenleben wieder zurückkehren wird. Also ich sag mal, die Abschaffung von Vorlesungen für 800 Leuten ist eher eine Errungenschaft in der Bildung. Ja. Außer man hat dort vorne einen Redner stehen, der wirklich bedeutend ist. Dann kann man das auch mal machen. Also du willst Jura, wo in Frankfurt? Nee. Ganz sicher nicht. Also für mich war eigentlich direkt klar, eigentlich weg aus Frankfurt. Ja. Bei Jura ist es so, dass das ganz unterschiedlich ist vom NC her. Also teilweise sind die Unis wirklich ganz frei, also zulassungsfrei, beziehungsweise ein NC 3, irgendwas, was ich hoffentlich schaffen sollte. Und die etwas bekannteren, beziehungsweise beliebteren Unis haben natürlich einen NC, der auch teilweise bei 1,6, 1,7 liegt, was jetzt mein Ziel wäre, dann da irgendwie mich auch noch bewerben zu können. Aber ich will mich dann einfach bei ganz vielen verschiedenen Städten, also eher klein, also nicht kleiner, aber eher typische Unistädte. Also ich möchte jetzt nicht nach Hamburg, Berlin, München, sondern eher in die Richtung von Münster, Leipzig, Heidelberg, sowas mir mal angucken, Freiburg, ja. Ja, du hast ja schon gesagt, du weißt noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht. Aber eine Stadt, wo du gerne hin würdest, wo du sagst, Oschel ist willst du eher Oschel oder Oschel-Frankfurt? Also ich finde Frankfurt eigentlich ganz in Ordnung, aber Hamburg wäre natürlich so ein kleiner Traum. Komisch, es gibt so einen Oscheler Drang nach Hamburg. Der Max, also mein Sohn, ist auch in Hamburg und Freunde von ihm, die in Oberursel waren, sind auch in Hamburg. Also ist irgendwas dran. Und bei dir? Also ich finde eigentlich eine Großstadt ganz cool. Also Berlin finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber bei Medizin kann man sich das ja leider sehr schwer nur aussuchen. Aber ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn es in der Nähe von Bergen ist und man dann so ein bisschen Skifahren kann. Das Skifahren kann ich sehr gut verstehen. Also München. Skifahren ist das Leidendste, ja. München ist aber teuer. Ja, aber da schön. Kann man jetzt auch nicht unbedingt. Und das ist Hamburg so ist nicht ganz so teuer und auch schön, aber hat keine Berge, aber das man kann surfen.
Also ich habe immer gesagt, wenn ich hier wegziehen muss aus Aachen, dann nur nach Süden, Richtung Berge. Okay. Ja, ich hatte auch mal überlegt, so Konstanz in die Richtung, weil mich da schon sehr hingezogen hat. Auch Bodensee ist ja auch echt nah. Es muss ja echt super schön sein, dass man ja direkt an den Bergen. Also, ich sag mal das so, alles seine Vorteile. Der Bodensee ist im Herbst und Winter, da musst du stabil sein, weil da ist es wirklich sehr nebelig. Nein, wirklich, da ist grau, haben mir Leute erzählt, die dort leben, also auch sehr schön leben, also nicht irgendwie vierter Stock der Zimmerwohnung. Und die sagen, so der November, der wird dann schon ziemlich neblig. Aber wenn du flexibel bist und mobil bist, musst nur 100 Meter höher kommen. Wunderbar. So einen wunderbaren Blick in die Alpen, über den Nebel da unten. Schön. Gut, aber das müssen wir auch jetzt nicht. Könnte ich viel erzählen. Also ihr wollt in alle Richtungen, du weißt es noch nicht, werdet ihr weggehen. Und dann ist es jetzt wirklich gemein, wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Und das ist wirklich gemein, weil das könnt ihr ja gar nicht wissen. Habt ihr so ein grundsätzliches Gefühl, also Oberursel ist eigentlich schon okay, kann ich mir auch schon vorstellen, hinzukommen. Weil ich kenne Leute, also gerade Freunde von meinen Kindern, die gesagt haben, nee, also es reicht, ja, Oberursel reicht. Und es gibt Leute, die gesagt haben, ja, nee, ich bin jetzt erstmal weg und die dann aber gerne zurückkommen. Habt ihr dafür schon ein Gefühl? Also ich glaube, ich würde schon jetzt gerne erstmal weg. Also ich finde Frankfurt eigentlich auch eine schöne Stadt, aber ist ja weit weg. Ist mir ein bisschen zu nah dran, deshalb fällt es für mich schon mal so ein bisschen raus. Aber ich mag Oberursel eigentlich sehr gerne. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich könnte hier nie wieder zurückkommen. Bei mir ist ähnlich. Also ich bin auch echt happy hier an sich. Aber Frankfurt ist mir dann auch zu nah. Und ich würde schon gerne einfach mal so was Neues erleben, auch einfach mal eine neue Stadt kennenlernen. Und ich sehe mich jetzt ja auch nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren hier wieder hinziehen. Ich würde dann schon auch erstmal versuchen, irgendwie was anderes aufzubauen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall nichts dagegen, hier irgendwann mal wieder herzukommen. Also du auch 10, 20 Jahre? Ja. Und dann kann man mal gucken. Genau. Wenn sich das irgendwie ergibt. Wie jeder gute, normale Mensch ist das. Du bleibst hier. Nee. Nein, also ich kann mich nur anschließen. Ich finde bei uns auch schön, aber so fürs junge Leben, das ist wahrscheinlich nicht das Optimalste für mich. Also ich finde Großstädte auch total schön. Auch vielleicht, wie du gesagt hast, das Auslandssemester ist bestimmt total interessant. Was würdet ihr denn euren Nachfolgern als Abiturienten so empfehlen? Jetzt ganz konkret, wie kommen sie jetzt durchs nächste Jahr? Worauf müssen sie achten? Ja, also ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall alle meine Lernzettel behalten und auch die wichtigen Materialien irgendwie an einem sicheren Ort lagern, weil ich habe schon gemerkt, dass ich teilweise sehr unordentlich war und dann echt lange gesucht habe, bis ich irgendwie was wiedergefunden habe, aber immer wusste, ich habe das irgendwo und nicht genau wo. Also dieser Stapel auf dem Schreibtisch? Genau. Ja, und auch, was ich auch denke, eigentlich ein bisschen entspannter sein vor dem Abitur. Also ich hatte immer sehr viel Respekt vor dem Abitur und sehr viel Angst. Und im Endeffekt hat sich das dann auch einfach nur wie eine Klausur angefühlt. Und es war eine sehr entspannte Stimmung. War nicht so schlimm. War nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Gar nicht wehgetan. Ja, ich finde, du hast ganz gut gesagt. Also ich habe mir auch viel zu viele Gedanken und Sorgen gemacht. Aber im Endeffekt war es gar nicht so schwer, wie ich erwartet hatte. Also ich habe wirklich mit viel schlimmeren Sachen gerechnet, die ich da hinschreiben muss. Aber im Grunde, man lernt ja schon 2 Jahre lang, also ja, der Jahrgang jetzt, ich weiß nicht, bei uns an der Schule, die waren jetzt auch lange nicht in der Schule und haben auch keine Klausuren geschrieben. Aber eigentlich, die Klausuren, die man da vorschreibt, ist ja so ein bisschen eine Übung dafür. Und im Grunde ist es nicht viel anders, außer dass es ein bisschen länger ist. Aber das ist eigentlich auch ganz schön. Dann kann man ein bisschen mehr sich Gedanken machen. Und ja, natürlich, man sagt immer, früh anfangen zu lernen, aber es funktioniert in den wenigsten Fällen nicht gut. Einfach nicht stressen, also Ordentlichkeit ist wirklich wichtig. Aber also nochmal, früh anfangen zu lernen ist kein elterlicher Terror, sondern es ist jetzt ein Tipp von frisch gebackenen Abiturienten. Entspannter hintenrum. Also früh mal so eine Stunde statt später 3 Stunden Tipp. Ja, also ich finde schon, also einfach früh seine Sachen sortieren, wissen, wo habe ich mein Zeug oder wirklich einfach Lernzettel schon für die Klausuren in der Q1, Q2, Q3 machen, weil man sich so viel Arbeit spart, wenn man weiß, ich habe das schon mal alles zusammengefasst oder aufgeschrieben,
Da erspart man sich sehr, sehr viel Arbeit und Stress dann. Also ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin dann schon in den letzten 2 Wochen vor den Schriftlichen sehr in Zeitdruck geraten. Also da hätte ich auf jeden Fall, und dann habe ich auch gedacht, ich hätte ja vor 3 Wochen schon oder vor 2 Monaten mal einfach 2 Stündchen mehr machen können am Tag. Dann wäre das auf jeden Fall jetzt entspannter. Und das haben auch viele gemacht, aber es hat ja dann doch geklappt. Also. Ja, also mit deinen Noten kannst du ja nur wirklich sagen, also ich glaube ja, dass es schon die eigentliche Prüfung ist, mit diesem Stress umzugehen. Ja. Und das alles vernünftig zu machen, ist irgendwie also einfach. Ne? Ja. Dann weiß man noch nicht, wie man in dem Stress agieren kann. Also vielleicht ist dieser Stress die eigentliche Prüfung. Definitiv. Ja. Also Stress ist schon groß, gerade wenn man einen bestimmten NC schaffen möchte. Aber am Ende, wenn man früh anfängt... Und wirklich, also man kann auch spät anfangen, wenn man einfach gut organisiert ist. Das kann man ja über die Jahre einfach auch machen. Genau, dann ist aber es ist auch, wenn man seine Papiere nicht ordnet, heißt ja auch, dass man sich daran weigert, darauf hinzublicken, worauf das hinausläuft. Das ist ja eine wichtige Verweigerungshaltung. Ja, also man steht morgens auf und schafft, rechtzeitig zur Schule zu kommen und das alles ordentlich zu machen. An irgendeiner Stelle muss man auch jetzt mal sagen, so, ihr... Nee. Ja. Und das sind wie man sich Zettel, ne? Und ja. Ihr sagt, wo würdet ihr denn sagen, also die Zettel ordnen wir und wo muss man dann einfach später in die Schule kommen? Also immer ein bisschen zu spät kommen und stattdessen aber die Zettel ordnen. Man muss ja irgendwo das Ventil einbauen. Das ist eine Möglichkeit zum Stressabbau. Ja. Später kommen, einfach zu spät kommen ist besser. Länger ich glaube, also, was einfach voll wichtig ist, ist so ein bisschen unterscheiden zu können, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht, weil ich habe dann jetzt auch viele von unseren Freunden beobachtet, wo das halt so waren, die haben nicht unbedingt super viel gemacht oder nicht genauso viel wie andere, aber halt bestimmte Themen oder denen war sehr klar, was genau abgefragt wird oder worauf man eben achten muss. Und das hat dann auch gereicht. Also man muss sich einfach sehr früh darüber im Klaren werden, dass man jetzt nicht die ganzen Fakten, die man da auswendig lernt, brauchen wird, sondern dass es eher so ein bisschen darum geht, wie kann man sich ausdrücken und wie kann man das Ganze dann im Moment verbinden mit der Aufgabenstellung und so. Und dass es eher so um das Prinzip geht und nicht so ganz um den Inhalt nur an sich. Ja, sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. Wenn ihr wollt, ihr habt noch Gelegenheit für letzte Worte. Grüße an Großmütter oder irgendwas anderes. Letzte Worte an die Folge. Wir können uns auf jeden Fall einfach bei der Schulgemeinde bedanken für die vielen Spenden, die wir bekommen haben, weil die auf jeden Fall uns sehr viel ermöglichen und sehr hilfreich waren. Ja. Und einen letzten Tipp hätte ich noch, und zwar immer gut mit den Lehrern stellen. Also das ist wirklich Gold wert, glaube ich, dass man schon gemerkt hat. Also schon Schleim. Über die, einfach. Das kann ja auch kontraproduktiv sein. Aber teilweise, ich fand schon, also man hat schon deutlich gemerkt, auch in mündlichen Prüfungen, finde ich, kann man sich das schon erahnen. Irgendwie, ja, wenn man mit dem Lehrer sich gut gestellt hat, dann ist man auf besserem Weg, als wenn man weiß, der Lehrer mag mich nicht. Ja, also ich würde einfach meine Lehrkräfte total loben und wirklich ein großes Dankeschön an sie, weil die haben das echt total gut gemacht mit uns und auch Dankeschön an die Schulleitung. die Kooperation war da und ich finde, es hat echt super geklappt bei uns und wir konnten uns immer melden, wenn was ist und es war ein wichtiges Sicherheitsgefühl, was man hatte. Und natürlich auch danke an die Spenden, das kann ich auch sagen. Es hat uns weitergeholfen. Ja, da können wir uns natürlich auch anschließen. Sehr schön. Klar, aber dann wollen wir hoffen, dass ihr gut rumkommt finanziell. Ja. Danke an euch. Wir machen mit euch jetzt noch eine Flasche Sekt auf. Wenn ihr wollt, aber ihr habt also Spaß getrunken. Stimmt, wir haben ja auch noch eine Party zu feiern. Die Empfehlung mit dem Stressabbau, die nehmen wir jetzt an, weil wir noch nicht wissen, wenn wir hier nächste Woche zu Gast haben. Aber wir haben schon eine Idee. Wir haben 2 Ideen. Wir haben sogar 2 Ideen. Aber haben noch nicht gefragt oder uns noch nicht drum gekümmert, sind aber ganz gelassen. Und wir werden nächste Woche wieder hier sitzen. Und deswegen euch danke und da draußen tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.